Zweite Gottesdienst. Bin ich gespannt, ob es dringender geht als beim ersten. Aber ich habe mich gefreut, dann doch schlussendlich da zu sein. Und noch vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich heute wieder da stehe und predige. Ich habe gefunden, predigen, das können andere. Meine Begabungen liegen in anderen Bereichen. Predigen ist nicht meins. Aber wie es so ist, häufig kommt es dann doch anders, als man denkt. Und so ist es gekommen, dass ich vor knapp einem Jahr an der Ministry-Konferenz war und dort unter anderem mit Burgdorfer unterwegs war. Und dann kommt der Urs auf mich zu und sagt, hey, mega cool, gell, du kommst zu uns predigen, ich freue mich. Und am Anfang habe ich noch mitgespielt, das Gefühl hatte, ja, man kennt ihn ja, ist irgendein blöder Spruch, oder? Hat, ja, ja, genau, ich habe es im Griff, habe es aufgeschrieben. Bis ich gemerkt habe, das ist gar kein Witz, das meint er ernst. Jetzt war es so, dass sie mich irgendwie in die Jahresplanung reingenommen haben, meinen Namen aufgeschrieben haben, irgendwo auf die Liste da haben. Jemand hat in den Auftrag gefasst, mich zu fragen. Das ist aber nie passiert. Ja, das Datum war irgendwann im letzten Herbst gewesen, und dann habe ich gewusst, okay, da bin ich sowieso zu Amerika, also fein raus. Das war aber nicht so gewesen. Ich habe die Burgdorfer von einer sehr hartnäckigen Seite kennengelernt an dieser Konferenz. Und sie sind immer wieder gekommen und immer vorgeschwärmt, wie lieb doch die Burgdorfer sind und dass es die beste Bühne sei, um das erste Mal zu predigen. Und so weiter und so fort. Aber ich bin herzlich und gesagt, nein, los, Urs, predigen. Nein, ich nicht. Nach der Ministry-Konferenz ist es genau ein Tag gegangen und dann hatte ich ein Mail im Posteingang vom Urs. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Ende Ministry-Konferenz gut abgehäkelt, aber so war es nicht. Und ich lese noch einen Teil aus dem Mail vom Urs vor. Er schreibt, selbst als gemütlich verklärter und verlangsamt denkender Emmentaler gibt es definitiv kein Halten mehr, wenn es ums Predigen und dem damit verbundenen Frauenpower geht. Hier bin ich also einmal mehr. Und um es nicht komplizierter zu machen, als das Ganze ist und sein sollte, sage doch du mir mal, an welchen Sonntagen es dir ginge. Also, du spürst, wir arbeiten nicht mit Druck, sondern mit liebevoller und befreiender Hartnäckigkeit. Und zudem auch mit einer gehörigen Portion Egoismus, weil wir jetzt schon wissen, dass du, deine Art und dein Leben für uns eine heilvolle Botschaft sind. Und die wollen und müssen wir hören. Damit machst du uns und unsere Burgdorfer Welt zu einer besseren Welt. Ihr spürt, der Druck ist immer mehr gestiegen. Als ich das Mail gelesen habe, war ich bei uns im Büro, in Interlaken B+, und dann Stüffel und Tom, unsere Pastoren, haben das erzählt und gefunden, ja, eben, Burgdorfer oder Urs, nicht unbedingt, aber das mache ich doch nie im Leben, ich gehe doch nicht in eine fremde Gemeinde, nur so eine grosse, meine allererste Predigt gehalten. Wenn predigen, dann müsste ich doch sicher das mal in Interlaken ausprobieren, mal schauen, wie das tut, so ein gewohnten Umfeld. Als ich das ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, ups, jetzt habe ich einen kapitalen Fehler gemacht. Jetzt hat es mich. Und genau so war es. Stefan und Tom haben da nicht lange gefackelt, die Agenda gezückt und geschaut, an welchem Datum dass sie mich einschreiben können für meine erste Predigt zu Interlaken. Und ja, die habe ich überlebt. Und die zweite Predigt heute Morgen habe ich überlebt. Von dem her ist es jetzt eigentlich schon fast die dritte. Der Urs hat vorher sich nach euren Vorbildern erkundigt. Ich habe selber ein bisschen nachgeforscht im Internet, was in welchen Bereichen dass man heutzutage nach Vorbildern sucht. Und ich habe eine Grafik gefunden, was für Vorbilder Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 21 Jahren alt haben. Das wäre die Darstellung. Man sieht so Familien, Freunde, Leute aus dem Alltag, sind hoch im Trend mit 16-17%. Auch Berühmtheiten, Sportler, Musiker, Schauspieler, die sind zwischen 6-11% auch noch ziemlich hoch, für viele Leute wichtig. 4% haben sich selber als Vorbild, ich weiß nicht genau für was, aber wir lassen es mal so stehen. Und 1% hat gar kein Vorbild, sagt, brauche ich nicht. Aber ihr merkt, es gibt relativ viele, oder die meisten Leute schauen sich an irgendjemandem etwas ab, haben so also Vorbilder. Die zweite Grafik zeigt die Unterschiede zwischen den Männern und den Frauen in der gleichen Altersgruppe. Dort merken wir auch gewisse Unterscheidungen, die ich noch spannend finde. Frauen schauen zum Beispiel eher an Schauspieler und Musiker auf.
Dafür sind bei den Jungs die Sportler. Das ist hier der Balken ganz in der Mitte. Man kann es vielleicht nicht bis hinten lesen. Hoch im Trend. Freunde und Familie sind wiederum für beide Geschlechter Vorbilder, aber doch noch etwas vermehrt für die Frauen. Und wenn jemand kein Vorbild hat, das ist der Balken ganz rechts, dann ändert man ihn. Jetzt, was hat das Ganze mit meiner Predigt zu tun? Ich bin letztes Jahr eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte hängen geblieben, die ich von einem Volk gelesen habe, und mich gedacht hat, hey, die sind eigentlich wert, als Vorbild angeschaut zu werden. Von denen können wir unsere Scheiben abschneiden. Und bevor ich zu denen komme, möchte ich ein bisschen ausholen, dass wir ein bisschen sehen, wo die Bibelstelle verortet ist. Und zwar waren der Paulus und der Silas auf der Missionsreise gewesen und sind jetzt in Thessalonich angekommen. Dort haben sie das Evangelium verkündet und haben erzählt von dem Jesus, dass es eben wirklich der lang ersehnte Messias ist, dass er müsse am Kreuz sterben, für unsere Schuld auf sich zu nehmen und so weiter. Es hat Leute gegeben, die haben sich diesen zwei angeschlossen und haben gefunden, hey, mal, das überzeugt mich. Aber dann hat es auch die gegeben, die mit dem nichts haben können, nichts haben wollen anfangen. Und die haben Paulus oder Silas nicht einfach so können lassen, sondern die haben dann angefangen, die waren eifersüchtig auf den Erfolg von diesen zwei. Und die haben dann angefangen, die ganze Stadt aufzuwiegeln gegen sie. Müsst euch das mal vorstellen, da jetzt zwei Missionare, die in eine Stadt kommen, das Evangelium verkünden, und plötzlich ist die ganze Stadt in Unruhe. Da verstehe ich, dass die zwei dann irgendwann gesagt haben, gut, Köfferli packen und weiterziehen. Und so sind sie nachher nach Beröa gekommen. Und das ist die Stelle, wo ich hängen geblieben bin. Die steht in Apostelgeschichte 17, Vers 10 bis 12, für die, die mitlesen. Dort steht: Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Recht cool, die Beröer, oder? Irgendwo durch offen für das Evangelium und gleich hatten sie eine gewisse Vorsicht gehabt. Sie waren interessiert an dem, was Paulus sagen hatte, und gleich sind sie immer wieder hergegangen, überprüfen, ob das übereinstimmt mit dem, was sie kennen von den Schriften. Für mich sind sie eine Art Idealvorstellung von einer Gemeinde. Und ich habe mir dann überlegt, das hat so einen Denkprozess losgelöst in mir, wenn das die Idealvorstellung war, was sind denn wir heutzutage? Wo weichen wir vielleicht von dieser Vorstellung ab? Wo haben wir vielleicht gewisse Sachen, die wir inzwischen anders machen? Und ich habe die Gedanken, die ich mir gemacht habe, so in drei Tendenzen zusammengefasst, die ich euch heute davon erzählen will. Die erste Tendenz: Bibel verstaubt. Wenn man auf tuti.ch mal Stichwort Bibel eingibt, findet man innerhalb von kürzester Zeit 376 Gratis-Bibeln, die man in der Umgebung kann abholen oder sich zuschicken kann. Es gibt also ganz viele Leute, die für das Buch nicht mehr so viel Verwendung haben. Und gerade unter den jungen Leuten, die ich als Interlaken-Gemeinde vor allem arbeite, beobachte ich schon, je länger, je mehr, dass die Bibel, das Buch, vielleicht nicht mehr gleich viel Bedeutung hat, wie das früher der Fall war. Das soll nicht heissen, dass sie nicht mit Gott unterwegs sind. Aber es heisst, dass sie ihre Inputs auf andere Art und Weise holen und das vielleicht manchmal schon zu wenig kritisch Sachen hinterfragen, weil sie eben das Buch nicht mehr so gut kennen. Ich bringe ein Beispiel aus der Weihnachtsgeschichte. Ich weiss, Weihnachten ist durch, aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten und dementsprechend passt das auch schon wieder. Wenn wir... jetzt bin ich aber falsch richtig. Oder fällt wieder vorne an. Aber wir kommen dazu. Voilà, hier sind wir. Wenn wir Bilder von Weihnachtsgeschichte anschauen, egal ob das in Kinderbüchern ist oder sonst irgendwo, dann reitet in der Regel Maria auf dem Esel nach Bethlehem ab Volkszählung. Zudem ist auch im Stall nachher, wo Jesus auf die Welt kommt, immer ein Esel und ein Ochs dabei. Wahrscheinlich noch andere Tiere vielfach. Und von den drei Sterndeutern, da ist in der Regel einer dunkelhäutig.
Aber was steht wirklich in der Bibel? Ich habe nachgeschaut. Und zwar finden wir die Weihnachtsgeschichte im Matthäus- und im Lukas-Evangelium. Und ich habe nachgeschaut, wie es genau, was für Informationen das dort wirklich uns gegeben werden. Im Matthäus wird die Reise von Josef und Maria nach Bethlehem gar nicht beschrieben. Und die Umstände vor Geburt, da geht der Autor kaum darauf ein. Von den Sterndeutern steht mehr drin, aber auch dort steht weder etwas vor Herkunft noch vor Hautfarbe. Im Lukas-Evangelium ist es dann unterschiedlich oder gerade umgekehrt. Dort erfahren wir mehr über die Reise und auch die Geburt von Jesus, aber auch dort steht nie etwas von einem Esel oder einem Ochs. Und Sterndeuter werden an dieser Stelle gar nicht erwähnt. Wir wissen also nicht, wie das damals genau ausgesehen hat. Wir haben zwar so die Bilder im Kopf, aber wirklich wissen. Von der Bibel tun wir das nicht. Man kann Vermutungen anstellen. Man kann zum Beispiel sagen, wo es eine Futterkrippe hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es so Tiere gehabt hat. Aber es bleibt eine Vermutung. Wir wissen es nicht. Man könnte jetzt da sagen, ach komm jetzt, ob jetzt da ein Esel dabei war oder nicht, oder ob ein Sterndeuter dunkelhäutig ist oder nicht, das hat jetzt mit meiner Beziehung zu Gott relativ wenig zu tun. Das hat jetzt nicht so einen grossen Einfluss. Einverstanden. Und gleich kann ich mich auch fragen, wenn wir bei so Beispiel falsche Bilder im Kopf haben, gibt es ja nicht auch ganz viele andere Stellen vielleicht, wo wir falsch im Kopf haben, wo wir Geschichte oder den Bibeltext nur so ungefähr kennen, weil wir ihn vielleicht mal gehört haben und das Gefühl haben, mal, das steht so in der Bibel, aber wenn wir genauer würden nachschauen, würden wir merken, aha, so ist es gar nicht. Wie häufig haben wir Christen eine klare Meinung zu etwas, wo wir klar würden sagen, ja, das basiert auf der Bibel, aber wenn wir genauer nachlesen, merken wir, aha, so ganz klar ist es gar nicht, so ganz klar steht es gar nicht dort. Man könnte sagen, dass viele Leute heutzutage nicht mehr so Verantwortung für ihr eigenes Essen übernehmen. Ich habe da so eine Speisekarte von einem Restaurant mitgebracht. Das ist natürlich praktisch, man kann ins Restaurant gehen, man kann da die Menü durchschauen, man kann etwas herauslesen, was ihm passt und kommt das dann so fix fertig über. Das ist bequem. Aber wir wissen nicht, wie der Koch in der Küche wirklich gearbeitet hat. Hat er super gearbeitet, hat er gute Produkte verwendet. Wir wissen auch nicht, was genau drin ist. Das Menü wird uns fix fertig auftischen. Glauben wäre kein Restaurantservice. Es wäre so wichtig, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen und die Bibel, das Buch, das Wort von Gott in die Hand nehmen. Wenn wir unseren Glauben nur auf das basieren oder mit dem definieren, was wir einfach schon so gehört haben, sei das in Predigten oder an solchen Orten, dann kennen wir das Original, die Bibel eben nicht so gut. Und es wäre so wichtig, dass wir das Wort kennen, dass wir eben auch merken, wenn wir etwas vielleicht kritisch müssen hinterfragen. Lasst uns mehr in dieser Bibel nachforschen. Es ist so voller Leben und Kraft. Es steckt so viel in dieser Bibel drin und es ist so ein wertvoller Wegweis. Es ist nicht ein Rezeptbuch. Man kann nicht einfach je nach Situation aufschlagen und sagen, aha, so muss ich. Und gleich glaube ich, dass sie einem immer wieder zeigt, was dran ist. Und es geht nicht darum, dass wir einfach ein bisschen Bibel lesen, dass die Bibel gelesen ist. Sondern es geht darum, dass wir uns wirklich aktiv mit diesem Buch auseinandersetzen. Und dass wir Gott nicht nur vom Hörensagen kennen. Man kann es vergleichen mit unseren Schweizer Banknoten. Leute, die im Falschgelddezernat arbeiten, die müssen das Original kennen. Die werden nie die Gelegenheit haben oder die Möglichkeit haben, jede Fälschung der Noten, die es mal gegeben hat oder in Zukunft noch wird geben, vor sich zu haben. Darum müssen sie das Original kennen, weil je besser dass sie das Original kennen, je mehr dass sie all die kleinen Details von Banknoten kennen, desto eher merken sie auch, wenn etwas von dem abweicht, wenn sie eine Fälschung vor sich haben. Im Hebräer 4, Vers 12 steht: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Ich halte fest, die Bibel, die Schrift muss wie bei den Juden in Beröa ein wichtiger Teil von unserem Glaubensleben sein. Je besser, dass wir sein Wort kennen, desto standfester sind wir auch als Christen. Und Sachen, die uns vielleicht vorgesetzt werden, wie in einem Restaurant, können auch entlarvt werden, wenn wir sie kritisch hinterfragen müssen.
Ja, es ist ein altes Buch. Und ja, wir müssen das Wort manchmal schon im Kontext mit der damaligen Zeit anschauen. Und gleich hat es nach wie vor seine Gültigkeit. Das ist die erste Tendenz. Der nächste Punkt, wo ich so meine Gedanken zusammengefasst habe, ist, wir sind übersättigt. Es gibt in der heutigen Zeit unzählige Möglichkeiten, wie wir zu Predigten kommen, zu Inputs, sei das irgendwelche Filme wie Bibel-TV oder YouTube, Konferenzen mit Bekanntheiten, Bücher über jenste Themen, es gibt wahrscheinlich kein Thema, wo nicht schon jemand oder mehrere Leute darüber geschrieben hat, Podcasts am besten von Leuten von irgendwo auf der Welt, christliche Radiosender, Hauskreise und so weiter. Es gibt tonnenweise Möglichkeiten, wie wir Gedanken anstössen, Anregungen zum christlichen Glauben und unser Leben können bekommen. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich schlecht ist. Ich bin überzeugt, dass durch all diese Möglichkeiten wir ganz viele gute Gedankenanstöße bekommen können. Und gleich habe ich das Gefühl, dass eben die Masse, die Fülle an Informationen, manchmal Gefahr vor Übersättigung mit sich bringt. Wir hören am Sonntag Predigt, dann am Montag auf dem Weg zum Arbeiten hören wir vielleicht noch irgendeinen Input, zum Beispiel von Joyce Meyer. Am Mittwoch tun wir im Hauskreis wieder ein anderes Thema behandeln. Am Freitag schauen wir irgendwie ein Video, ein christliches. Zwischendurch hören wir noch christliche Radiosender und er fängt das Ganze wieder vorne an. Alles gute Sachen, wie gesagt. Aber hindert uns die Flut an Informationen nicht manchmal daran, das, was wir gehört haben, umzusetzen? Uns Gedanken zu machen, ist die persönliche stille Zeit, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was muss ich vielleicht verändern? Was muss ich umsetzen? Wenn immer das nächste Thema kommt, dann ist das relativ bequem, weil wir können uns so berieseln und nachher gehen wir, hey, es läuft vielleicht wieder viel und dann kommt schon wieder das nächste. Wir müssen uns nicht so damit befassen. Man könnte sagen, wir essen schon wieder, bevor wir überhaupt verdaut haben. Und ich habe so zwei Menü mitgebracht. Wir essen ein Menü, wir hören eine Predigt oder lesen etwas in einem Buch. Und bevor wir das wirklich verdaut haben, bevor wir umgesetzt haben, was wir gelesen haben, kommt schon wieder das nächste Menü. Auf Dauer nicht gesund. Wie gesagt, vielleicht ist es Bequemlichkeit manchmal, sich da nicht zu viel Gedanken müssen zu machen. Man ist ja gerade so wohl in seinem Gärtchen, vielleicht geht es ihm gut und man will nicht zu viel im Leben verändern. Aber eins kann ich sagen, die Geschichte von der Berührer, die wird nicht mehr beschrieben, das sind drei Verse. Aber ich bin überzeugt, dass es für sie alles andere als bequem war, dem Judentum den Rücken zu kehren und sich dem Jesus zuzuwenden. Ich bin überzeugt, dass es dort andere Juden gegeben hat, vielleicht sogar Familienmitglieder, Freunde, die nichts von dem Jesus wollen wissen und die nachher die Leute ausgeschlossen haben. Es war ganz sicher alles andere als bequem gewesen, aber es hat sich gelohnt. Ich halte fest, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht übersättigt sind. Wir müssen uns Zeit nehmen, in persönlicher, stillen Zeit. Das kann irgendwo sein. Ich mache mir so Gedanken beim Autofahren. Das funktioniert am besten, lasse ich mir die Sachen nochmal so durch den Kopf gehen. Wir müssen uns aber Zeit nehmen, um zu überlegen, hey, was hat jetzt so eine Predigt oder was hat eine Andacht, die wir gelesen haben oder was auch immer mit meinem Leben zu tun. Nur so kann das wirklich auch einen Wandel in unserem Leben bewirken. Wie so gesagt, die erste Tendenz, die Bibel verstaubt. Die zweite Tendenz, wir sind übersättigt. Manchmal wäre weniger mehr. Und ich komme zu meiner dritten Tendenz, die ich beobachte. Die Gemeinde wird unbedeutend. Das ist jetzt hier das B-Plus-Logo. Es könnte auch irgendein anderes Logo drauf sein, je nach Gemeinde. Früher waren Christen auf die Gemeinde, auf die Kirche angewiesen gewesen. Die meisten hatten in der Regel keine Bibel daheim. Und selbst wenn sie eine hatten, hätten sie nicht viel damit anfangen können, weil sie noch nicht lesen konnten. Und selbst wo mit dem Buchdruck im 15. Jahrhundert nachher die Bibel mehr verbreitet werden konnte, hätte sich kaum jemand so eine Bibel leisten. Die ersten Bibeln haben damals so viel gekostet wie sage und schreibe drei grosse Bauernhöfe zusammen. Müssen wir uns das mal vorstellen? Die hat man dann nicht einfach gratis auf die Tutti abgegeben. Das war etwas wert, etwas Wertvolles. Die hat man gebraucht. Und wahrscheinlich hat man sie, wenn man so viel zahlt hat für eine Bibel, auch nicht einfach im Gestell verstauben.
Man war also darauf angewiesen, in die Gemeinde zu gehen, wo ihm der Pfarrer hat aus diesem Buch vorgelesen hat. Und man konnte zusammen Neues lernen und Gott anbeten. Und wir können sagen, zum Glück haben wir heute all die anderen Möglichkeiten, zum Glück können wir selber einfach das Buch in die Hand nehmen und lesen. Einverstanden. Und gleich, glaube ich, hat es früher auch eine positive Seite gehabt. Und zwar ist durch das die Gemeinschaft gestärkt worden. Man war darauf angewiesen, dass man regelmäßig zusammenkommt, dass man Neues hört, dass man sich austauschen kann über das Wort und dass man zusammen in der Gemeinschaft Gott anbeten kann. Bekannt Vers in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das sieht genau das aus. Und ich glaube, wir sind manchmal heutzutage in so einer individualisierten Gesellschaft. Jeder will im Hier und Jetzt leben und kann spontan entscheiden, habe ich denn heute noch eine Lust in Gottesdienst oder tue ich vielleicht gleich später einen Podcast hören oder vielleicht habe ich auch gerade keine Zeit oder ich tue dem letzten Moment noch zu oder absagen. Durch diese vielen Möglichkeiten geht manchmal etwas von dieser Gemeinschaft verloren. Man könnte sagen, wir essen alle häufig in jensten verschiedenen Restaurants, wo es uns gerade passt. Häufig aber vielleicht auch allein. Ich habe die Pfanne mitgenommen, als drittes Bild. Ich glaube, hier in der Gemeinde können wir zusammenkommen. Zusammen kochen, jeder kann etwas beitragen. Und wir können zusammen in guter Gemeinschaft essen. Wir können Anteil haben am Leben des anderen. Wir können einander ermutigen und einander stärken für wieder die nächste Woche. Die Gemeinschaft ist so wertvoll. In der Gemeinschaft liegt Kraft. Und es ist so wichtig, finde ich, dass wir auch den Herzschlag der eigenen Gemeinde kennen. Die Vision, mehr Himmel auf Erden, dahinter steht so, soll nicht nur auf unserer Webseite stehen, sondern das soll ein Teil von unserer Vision werden. Oder der Satz, Reich Gottes kommt durch uns in die Welt, soll auch nicht einfach nur auf der Webseite stehen, sondern es soll ein Teil von unserem Herzschlag werden, dass es uns wichtig ist, dass wir das als Gemeinde raus, hier auf Burgdorf oder weiter raustragen. Ich halte fest, Gott wohnt in der Gemeinde und wir dürfen ihm in der Gemeinschaft begegnen. Und so war es auch bei der Berührer. Es steht, sie haben die Heilige Schrift studiert daheim und gleich sind sie immer wieder zusammengekommen, um Neues zu lernen von Paulus. Und die mit diesen neuen Gedanken anstossen, sind wieder heimgegangen, nachforschen. Lasst uns in unserer individualisierten Gesellschaft nicht vergessen, wie wichtig und wie wertvoll das die Gemeinschaft ist, die wir hier dürfen haben. Also zusammengefasst, Bibel verstaubt, dabei wäre es so ein wertvoller Wegweiser. Der zweite Punkt, der dritte kommt auch schon gleich, der zweite ist übersättigt, manchmal wäre weniger mehr. Und der dritte Punkt, die Gemeinde wird unbedeutend. Dabei wäre in dieser Gemeinschaft so viel sagen. Was jetzt? Wo liegt der Gewinn drin, wenn wir die alten, ja für gesagt, Werte probieren zu erhalten und diesen neuen Tendenzen ein bisschen die Stirn bieten? Was passiert, wenn wir uns in persönlicher stillen Zeit wieder mehr mit der Bibel befassen? Was passiert, wenn wir einem gehörten Input mehr Gewicht geben und probieren, das irgendwie in unserem Leben umzusetzen? Und was passiert, wenn wir Gemeinschaft vor Gemeinde regelmässig aufsuchen? Ich will euch ein bisschen lustig machen. Lustig machen, dass es sich lohnt, dort an diesen Sachen dran zu bleiben. Auch wenn vielleicht in der heutigen Gesellschaft gewisse Sachen schwieriger sind als früher. Und der Urs hat mir gesagt, sie seien spontan. Jetzt sind wir gespannt, wie spontan. Gibt es Leute, die zu einem von diesen drei Punkten ein kurzes Statement würden abgeben, wieso dass es sich eben lohnt, die Bibel zu lesen, wieso dass es sich lohnt, an einem Input noch ein bisschen weiter dran umzuquetschen und wieso dass es sich lohnt, Gemeinschaft in der Gemeinde immer wieder aufzusuchen? Gibt es Leute, die ein kurzes Statement würden abgeben? Ich habe noch etwas für Seis. Und zwar habe ich früher einfach mega Mühe gehabt, die Bibel zu lesen. Und ich hätte das so wollen. Und jedes Mal, wenn ich die Bibel vorgenommen habe, bin ich eingeschlafen. Oder habe mich nicht konzentrieren können. Und das ist viele Jahre gegangen. Und ich habe dann angefangen, Leute beten, dass sie beten für mich, dass das geht. Und einmal bin ich so an einer Konferenz gewesen, und dort hat man führen
Und dann habe ich das nochmal gesagt, dann hat die gebetet und hat die Frau einen Eindruck gehabt, du, könnte es sein, dass ein Weg wäre, dass du die Bibelstelle singen. Dann habe ich gefunden, oh ja, das ist eine gute Idee. Dann bin ich heim und habe das gemacht. Und dann ist es irgendwie gegangen, Schritt für Schritt. Und jetzt geht es. Das ist cool. Ich hoffe, das macht euch lustig, um wirklich an diesen Werten festzuhalten. Auch wenn vielleicht eben heutzutage, was so viel läuft, das manchmal schwieriger ist. Ich bin überzeugt, dass wir immer standfester werden im Glauben, wenn wir uns mit diesem Buch auseinandersetzen. Und ich bin überzeugt, dass wir ein massiv grösseres Zeugnis sind, wenn wir immer wieder uns Gedanken darüber machen und überlegen, wie kann ich etwas, was ich gehört habe, in meinem Leben umsetzen. Und ich bin überzeugt, dass wir echt auftanken können, wenn wir immer wieder die Gemeinschaft vor Gemeinde aufsuchen. Schaut, die Tendenzen, die sind wahrscheinlich nicht abschliessend. Es gäbe sicher noch mehr Tendenzen, wo man darüber reden könnte. Es gäbe sicher auch noch mehr Werte, wo es wichtig ist, dass wir die erhalten. Die Gesellschaft verändert sich und es wird auch immer wieder neue Tendenzen geben. Aber Gott bleibt der gleich und an ihm können wir festhalten. Amen.